Das Ziel an unserer Tierweihnacht ist, die Tiere vorzustellen und dann natürlich das perfekte Zuhause zu finden. Auch natürlich der Spaß für die Leute, halt, dass sie hier das Tierheim mal sehen können. Auch die Hundeabteilung ist heute geöffnet. Das Katzenhaus kann man sich anschauen. Wir suchen natürlich halt immer wieder neue Paten und Gassigeher und Katzenschmuser. Und natürlich, dass die Leute halt einen schönen Tag haben. Man kann sich mit dem Hund auch aus dem Hubschrauber abseilen. Das ist natürlich für Lawinenhunde deutlich geeigneter, weil die das tatsächlich brauchen. Wir kamen selbst noch nie in den Genuss, dieses Training mal absolvieren zu können. Aktuell haben wir 8 Hunde in unserer Staffel. Also zu kleine Hunde und auch zu große Hunde tun sich schwer mit der Arbeit. Und die Hunde müssen natürlich körperlich fit sein. Das heißt, irgendwelche Rassen, die bestimmte Erkrankungen mitbringen oder einfach körperlich beeinträchtigt sind, können wir nicht ausbilden. Hallo, mein Name ist Cynthia Gresser. Ich bin von der Rettungshundestaffel aus Ludwigshafen am Rhein. Und wir bilden Rettungshunde für die Suche nach vermissten Menschen aus. Wir haben gestern angefangen, die Tierweihnacht aufzubauen mit Weihnachtsbaum und haben Geschenke verpackt. Und heute Morgen wurden die Stände aufgebaut. Wir haben hier 3 Flohmärkte. Und dann gehen wir noch aus beim Real, beim Hornbach gehen wir hin. Also wo direkt der Flohmarkt und auch auf Wanderschaft gehen, sagen wir mal, sind wir zu dritt. Sortieren, was wir gut gebrauchen können. Und dann wird es so zusammen sortiert, noch Sorten. Gehen auf weitere Flohmärkte. Wir gehen ja bis nach Frankreich rüber. Im Jahr, also 6-7 Mal sind wir unterwegs. Von Haushaltsauflösungen oder wenn Leute selbst träumen, die wollen verändern. Ah ja, machen wir doch gern. Außerdem bastel ich gerne für die Katzen und Hunde irgendwelche Beschäftigungsspielzeuge. Die gibt es auch zu kaufen und die spende ich dann auch im Tierheim. Also ich im Ehrenamt hier im Tierheim bin seit circa 4 Jahren Katzenschmuserin. Ich komme und wenn ich Zeit habe und wenn die Öffnungszeiten sind, gehe ich zu den Katzen rein und kümmere mich um die Kätzchen und bespaße die. Ich fange inzwischen schon mit Klickertraining an, damit die ein bisschen was zu tun haben. Außerdem bin ich Gassigeher bei Bedarf. Wenn nicht genug Gassigeher da sind, gehe ich auch mit den Hunden. Dann bin ich ein Helferlein. Ich helfe, wo Not am Mann ist. Ich dekoriere, ich putze, ich stehe bei, egal was zu tun ist. Trudi vom Zughundesport hat um 13 Uhr eine Aufführung und um 14 Uhr machen wir den Hundebereich auf. Zughundesport ist eine prima Auslastung für den Hund, auch für den Menschen. Es ist ein Teamsport. Wir fahren über Winter regelmäßig mit unseren Hunden, haben verschiedene Gruppen. Wir haben Senioren- und Anfängergruppen. Man muss sagen, von der Rasse her sind es halt sehr triebige Hunde. Die Rasse wird ja nicht umsonst also im Polizeihundeeinsatz genommen oder beim
Bundesbehörden und Zoll und so weiter. Und er muss schon auch beschäftigt werden, also gar nichts machen geht nicht. Der ideale Rettungshund ist körperlich gesund, ist nicht zu überdreht, ist aber trotzdem gut zu motivieren, liebt seine Arbeit, lässt sich gut führen, ist aber trotzdem eigenständig. Das heißt, man muss da eine unheimliche Gratwanderung gehen und das macht auch die Ausbildung so schwierig. Die Ausbildung dauert unterschiedlich lange. Die Flächen- und Trümmerhundeausbildung geht ein bisschen kürzer. Das sind 2 bis 3 Jahre pro Mensch-Hund-Team. Die Mantrailing- oder Personenspürhundeausbildung dauert ungefähr 4 Jahre pro Mensch-Hund-Team. Ja, also so wie ich erzählt bekommen habe, war er wohl fast ein Jahr im Tierheim gesessen. Wollte keinen haben, also keiner hat sich für ihn interessiert. Ja, also er kam eigentlich auf Probe zu mir. Ich hätte also 4 Tage Zeit gehabt, mich zu entscheiden, ob das tatsächlich mit meinen Hunden zusammen harmoniert. Und in der ersten Nacht war er etwas umtriebig, sage ich mal, hat seinen Platz nicht so gefunden. Aber die nächste Nacht war dann eigentlich problemlos. Ist auch einwandfrei. Also er hat sich sehr gut integriert. Unser Ziel ist, dass wir die Leute aufmerksam machen halt auf unsere Tiere natürlich, dass viele Tiere wieder ein neues Zuhause finden.